anderem die Frage erreicht: Imke, wie finde ich eigentlich ein Musiklabel? Die Zusammenarbeit mit einem Musiklabel bedeutet nicht automatisch, dass du als Künstlerin deine Musik ablieferst und der Rest macht das Label. So nach dem Motto, hier zwei getrennte Prozesse, hier ist mein Input, macht. Wenn du dir ein Musiklabel an deiner Seite wünschst, dann starte damit, Musik selbstständig zu veröffentlichen, zum Beispiel als Singles. Und bau dir mit Hilfe dieser Single-Releases deine eigenen Kanäle auf. Wenn es um das Thema Musiklabel geht, habe ich ganz häufig den Eindruck, dass es immer noch KünstlerInnen da draußen gibt, die denken, man muss nur gut sein, dann wird man schon entdeckt. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich booke, ich manage ein Indie-Label, ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Ich habe vor einiger Zeit eingeladen, mir an die Handynummer 0160 4395 903 eine 90-sekündige Sprachnachricht zu schicken mit der Frage, die dir als Musikerin aktuell unter den Nägeln brennt. Natürlich sollte sich diese Frage rund um Selbstvermarktung drehen, denn mit Raketerei unterstütze ich Musikerinnen dabei, sich eine unabhängige, profitable Karriere aufzubauen. Und mich erreichen Tag für Tag, Woche für Woche tolle Fragen. Also ich sage ja immer, dass mich tolle Fragen erreichen, aber ich freue mich wirklich immer sehr, wenn ich mir diese Fragen anhöre, weil mir das eben auch zeigt, dass ihr meinen Podcast ganz aktiv hört. Und dafür wirklich ein großes, großes Dankeschön von meiner Seite. Natürlich gibt es bei diesen Sprachnachrichten auch die eine oder andere Spielregel. Die Sprachnachricht sollte bitte nicht länger als 90 Sekunden sein und pro Künstlerin eine Frage. Ich sammle alle Fragen, ich bündle sie zu Themenkomplexen und diese Fragen beantworte ich nach und nach in meinem Podcast. Macht euch keine Sorgen, danach lösche ich die Sprachnachrichten. Also ich sammle hier keine Daten, ich sammle keine Nummern. Ich höre mir die Sprachnachricht an, ich notiere mir die Frage und dann lösche ich die Sprachnachricht. Und nun lasst uns reinspringen, denn mich hat unter anderem die Frage erreicht: Imke, wie finde ich eigentlich ein Musiklabel? Gute Frage, denn es gibt viele Gründe, die für die Zusammenarbeit mit einem Musiklabel sprechen. Also zum einen hat ein Musiklabel ein Netzwerk um sich herum und dieses Netzwerk, von dem können die KünstlerInnen ganz aktiv profitieren. Dieses Netzwerk besteht zum Beispiel aus festen AnsprechpartnerInnen und dadurch haben eben die Musiklabels einen etwas anderen Zugang zum Beispiel zu den Streamingdiensten, zu den Medien, aber auch zu den Vertrieben. Auch führt ein Musiklabel im Idealfall die KünstlerInnen durch diesen Record-Release-Prozess durch. Das ist gut, denn das Label denkt für dich mit und gibt dir im Idealfall eben auch Deadlines an die Hand. Davon habe ich auch schon in der letzten Folge gesprochen, also wie man eine Release plant. Und ich habe in dieser letzten Folge das Tool Trello erwähnt und vorgestellt. Und sagen wir es mal so, ein Label an deiner Seite könnte dein Trello-Board sein. Das klingt jetzt sehr romantisiert, aber genauso meine ich es. Wenn man sich entscheidet, mit einem Musiklabel zusammenzuarbeiten, dann kann das Musiklabel die Rolle deines Projektmanagement-Teams im Prinzip sein. Dennoch glaube ich, bevor wir gleich in die Podcast-Folge einsteigen und ich die Frage nach, okay, wie finde ich denn jetzt eigentlich ein Musiklabel, beantworte, muss ich zu Beginn drei Dinge klarstellen. Das sind drei Dinge, die nicht jedem schmecken werden, aber sie sind wichtig zu erwähnen. Erstens, die Zusammenarbeit mit einem Musiklabel bedeutet nicht automatisch, und ich betone hier wirklich das Wort automatisch, dass man reich und berühmt wird. Also es wäre natürlich toll, aber die Zeiten sind vorbei. Bevor KünstlerInnen anfangen zu fliegen, so bezeichnet man das, oder auch
Bevor Themen anfangen zu fliegen, braucht es häufig mehr als ein Musiklabel im Rücken. Zweitens, die Zusammenarbeit mit einem Musiklabel bedeutet nicht automatisch, und auch hier betone ich wieder das Wort automatisch, dass du als Künstlerin deine Musik ablieferst und der Rest macht das Label. So nach dem Motto, hier zwei getrennte Prozesse, hier ist mein Input, macht. So funktioniert das nicht. Warum? Das wird später noch deutlich werden. Vielleicht an diesem Punkt nur so viel, die Zeiten haben sich verändert. Und der dritte Punkt, die dritte Kröte, die man schlucken muss, aus dem Nichts auftauchen, keine eigenen Kanäle haben, und ich denke hier an Social Media, ich denke hier an Newsletter, ich denke hier an eine eigene Website, also keine eigenen Kanäle haben, bisher nicht ein einziges Konzert gespielt haben, keine Fanbase haben. Unter diesen Voraussetzungen wird es schwierig werden, ein ernstzunehmendes Label zu finden, das deine Musik veröffentlicht. Außer du bist Growth-Hacker, aber ich gehe mal davon aus, dass du das nicht bist. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, versteht mich nicht falsch. Aber es ist in diesem Bereich, in dem wir uns hier bewegen, einfach nicht üblich. Ja, vielleicht sollte man es so ausdrücken, es ist einfach nicht üblich. Und da sind wir bereits bei dem ersten Punkt, wenn es um die Frage geht, wie man eigentlich ein Musiklabel findet. Wir müssen beim ersten Punkt über deine Kanäle sprechen. Wenn du dir ein Musiklabel an deiner Seite wünschst, dann starte damit, Musik selbstständig zu veröffentlichen, zum Beispiel als Singles. Und bau dir mit Hilfe dieser Single-Releases deine eigenen Kanäle auf. Ich rede hier nicht nur von einer Website, ich rede hier zum Beispiel auch von einem Newsletter-Verteiler und von mindestens einem Social-Media-Kanal, den du regelmäßig bespielst. Einer, nicht mehr, einer reicht vollkommen aus. Aber ich denke, das Bespielen von genau diesen Kanälen ist gar nicht die Herausforderung. Ich sehe die Herausforderung hier vielmehr in erstens der Regelmäßigkeit, also dass zum Beispiel alle 3 Tage ein Posting online geht oder dass alle 2 Wochen ein Newsletter erscheint. Und zweitens sehe ich eine Herausforderung bei den Inhalten selbst, also was inhaltlich in diesen Kanälen stattfinden sollte. Vielleicht wirst du im Rahmen deiner Karriere festgestellt haben, dass es gar nicht nur um den Klang deiner Musik geht. Also auch. Aber dieser steht nicht losgelöst von dir als Person. Und damit geht es ebenfalls um Themen, die du als Künstlerin besetzt. Was meine ich mit Themen? Naja, Themen können alles sein. Zum Beispiel die Art und Weise, wie du dein Instrument spielst, kann ein Thema sein. Vielleicht liegt dir Nachhaltigkeit am Herzen. Vielleicht liegt dir Umweltschutz am Herzen. Vielleicht bist du irgendwie politisch engagiert. Das sind neben deiner Musik selbst ebenfalls Inhalte, die auf deinen Kanälen stattfinden sollten. Aber warum eigentlich? Weil das deine Positionierung als Künstlerin definiert, und diese ist notwendig, denn wenn du nicht weißt, wer du bist, wenn du nicht weißt, was du aussagen willst, wie willst du dann einen Fankreis aufbauen und da sind wir wieder beim Thema, ein Musiklabel für dich begeistern? Wenn es um das Thema Musiklabel geht, habe ich ganz häufig den Eindruck, dass es immer noch KünstlerInnen da draußen gibt, die denken, man muss nur gut sein, dann wird man schon entdeckt. Gut? Was für ein blödes Wort. Was heißt denn das? Ist nicht jede Künstlerin gut in dem, was sie macht? Natürlich kannst du warten, dass eines schönen Tages ein Musiklabel bei dir vor der Tür steht und dich bittet, über sie zu veröffentlichen. Das ist ein möglicher Weg, der gegangen werden kann. Das ist aber kein Weg, den ich dir an dieser Stelle empfehle. Ich würde dir empfehlen, pack es an. Wenn du weißt, wer du bist, wenn du dein Genre definieren kannst, wenn du klare Themen für dich besetzt, dann solltest du dich auf die Suche begeben. Das heißt, du musst aktiv in die Musiklabel-Recherche einsteigen. Eine Frage, die mir in diesem Zusammenhang immer und immer wieder begegnet ist: Imke, wo suche ich denn nach einem Musiklabel? Das verrate ich dir nach einer kurzen Unterbrechung. Bist du Musikerin und möchtest nächstes Jahr den nächsten Wachstumsschritt machen? Dann könnte das Rakete-3-Mentoring-Programm genau das Richtige für dich sein. Hier unterstütze ich eine kleine Gruppe an Musikerinnen dabei, 3 zentrale Ziele zu erreichen. Erstens, den Aufbau von Reichweite und Sichtbarkeit. Das heißt, wir erarbeiten gemeinsam eine zu dir passende Social-Media-Strategie und bauen dein Newsletter auf bzw. weiter aus. Kommt ganz drauf an, an welchem Punkt du da stehst. Zweitens, wir erarbeiten individuelle Möglichkeiten, wie du zusätzlich Umsatz machen kannst. Zum Beispiel dadurch, dass wir gemeinsam launchen. Ich denke hier an einen Online-Kurs. Vielleicht begeben wir uns aber auch gemeinsam auf Labelsuche oder
treiben deine Albumproduktion gemeinsam voran. Das Fokusprojekt, um das es für dich gehen wird, werden wir gemeinsam in einem 1:1-Gespräch besprechen und festlegen. Und drittens, ich unterstütze dabei, dass du dir eine Struktur schaffst, die dich dabei unterstützt, dass du nicht mehr den Fokus verlierst. Mir geht es in diesem Programm darum, Strukturen und Mechanismen offen zu legen, so dass jede Teilnehmerin, also jede Musikerin erkennt, wie sie diese für sich nutzen kann, um Reichweite aufzubauen, um sichtbar zu werden, um Umsatz zu machen. Eins kann ich dir in jedem Fall versprechen. Nach diesem Jahr Rakete 3 Mentoring, denn so lange läuft das Programm, wirst du die Musikbranche mit völlig anderen Augen sehen. Ich fange aktuell an, die Gruppe für das nächste Jahr zusammenzustellen. Wenn du dir mehr Informationen wünschst, dann lass uns ein völlig unverbindliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Schreib mir eine E-Mail an imke@raketerei.com und schreib in den Betreff das Wort Mentoring. Mehr braucht es gar nicht. Ich schicke dir dann einen Termin und einen Zoom-Link zu und wir können gemeinsam ausloten, ob dieses Programm das Richtige für dich ist. Also, wo waren wir stehen geblieben? Bei der Frage, wo genau man eigentlich nach einem Musiklabel sucht. Ich denke, der erste Weg ist immer erst einmal Google. Google dein Genre in Verbindung mit dem Wort Label oder mit dem Wort Musiklabel. Ich habe das gerade parallel mal gemacht und ich habe das Wort Jazz in Verbindung mit dem Wort Musiklabel gegoogelt und Google spuckt mir unmittelbar ganz viele Ergebnisse aus. Die ersten drei Ergebnisse finde ich schon sehr, sehr interessant. Als allererstes wird mir ein Wikipedia-Artikel vorgeschlagen, der Jazz-Musiklabels auflistet. Der zweite Google-Treffer ist die Seite des Goethe-Instituts, auf der Jazz-Musiklabels sich ebenfalls aufgelistet befinden. Und die dritte Seite ist www.jazzlabels.de. Nur diese ersten drei Treffer sind so vielversprechend, dass man sich nun von hier aus in die Tiefe graben kann, um einen Überblick über die Jazz-Landschaft in Deutschland zu bekommen. Nachdem du Google durchgespielt hast, würde ich dich fragen, ob du eigentlich die Verbände und Vereine kennst, bei denen ein Musiklabel, um mal beim Beispiel zu bleiben, in dem ein Jazzmusiklabel Mitglied sein könnte. Die solltest du herausfinden, denn fast jeder Verband, fast jeder Verein nennt seine MitgliederInnen auf der jeweiligen Website. Und damit auch die Musiklabels. Übrigens gibt es auch die Facebook-Gruppe Rakete 3 Backstage. Das ist eine meiner Gruppen. Und wenn du Musikerin bist, dann kannst du auch diese Gruppe nutzen, um dir ein Musiklabel empfehlen zu lassen. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Sich umhören, sich Empfehlungen einholen. Aber ab einem gewissen Punkt muss man raus aus der Online-Welt und rein in die Offline-Welt. Da führt in der Regel kein Weg dran vorbei. Jedes Musikgenre hat eine eigene Fachmesse, also eine Messe, auf der sich die Branche oder diese Teilbranche trifft. Beim Jazz ist es zum Beispiel die Jazz Ahead in Bremen. Diese findet einmal im Jahr statt und wenn du auf der Suche nach einem Musiklabel bist, dann wirst du hier in jedem Fall fast alle Musiklabelbetreiber treffen und kennenlernen können. Das heißt, wenn du auf der Suche nach einem Musiklabel bist, gehört auch immer irgendwie Netzwerken dazu. Und das bringt mich direkt zum nächsten Punkt. Also, du bist nun auf der Jazz Ahead unterwegs. Vielleicht hat dich deine Online-Recherche nicht weitergeführt oder aber durch deine Online-Recherche bist du auf drei sehr spannende Musiklabels aufmerksam geworden und diese drei Labels möchtest du nun kennenlernen. Da willst du sicherlich zur Jazz Ahead nicht mit leeren Händen fahren. Genau, das würde ich dir auch absolut nicht empfehlen. Du solltest in jedem Fall nicht mit leeren Händen zu dieser Messe fahren. Du brauchst, um ein Musiklabel von dir überzeugen zu können, eine klare Vorstellung davon, was du eigentlich willst. Und nicht nur das. Es muss ebenfalls, und da knüpfe ich an dem ersten Punkt an, es muss ebenfalls deutlich werden, wer du bist, wo du mit deiner Musik hin willst und natürlich ganz wichtig, wie deine Musik klingt. Um das kurz und knackig auf den Punkt zu bringen, kannst du zum Beispiel ein einseitiges Konzept verfassen bzw. zusammenschreiben. In diesem Konzept sollte ebenfalls deutlich werden, auf was du als Künstlerin bereits zurückblickst. Also ich denke hier zum Beispiel an Releases, die du auf eigene Faust gestemmt hast. Ich denke hier an vergangene Konzerte. Vielleicht gibt es tolle Pressestimmen, die erwähnt werden sollten. Auch solltest du deine eigenen Kanäle erwähnen, die du bespielst. Und überschlag hier auch einfach mal die Menschen, die du über deine Kanäle erreichst. Erwähne auch diese Zahl. Aber warum sage ich das in dieser Deutlichkeit? Eine Release ist immer dann am erfolgreichsten, wenn sich die Künstlerin und das Musiklabel als Team begreifen und am selben Strang ziehen und beide Parteien alle Kanäle
vollends ausschöpfen. In dem Moment, in dem du das Musiklabel als reinen Dienstleister betrachtest, besteht die Gefahr, dass du das mögliche Potenzial und damit die mögliche Einschlagskraft deines Albums im Markt im Keim erstickst. Das gleiche gilt natürlich auch für die Musiklabelseite. Sollte keine Messe anstehen, wie zum Beispiel die Jazz Ahead, wo du genau diese Menschen treffen kannst, die du kennenlernen möchtest, greife zum Telefonhörer oder schreibe dem Musiklabel eine E-Mail. Baue einen Kontakt auf, schicke dein Konzept hin und bitte um ein Meeting. Vielleicht an dieser Stelle ein kleiner Fun-Fact oder eine kleine persönliche Geschichte, die ich schon erlebt habe. Ich saß mal im Büro und plötzlich klingelte es an der Bürotür und ich bin aufgestanden, bin hingegangen, habe die Tür geöffnet und da stand ein Postbote und der hat mir einen ganz großen Obstkorb in die Hand gedrückt. Dieser Obstkorb war eine Bewerbung eines Künstlers, der über uns veröffentlichen wollte. Wir als Team haben uns natürlich riesig über diesen Obstkorb gefreut, aber am Ende hat der Obstkorb nicht dafür gesorgt, dass wir ihn über unser Label releasen. Ich will sagen, spar dir das Geld, schreib ein gutes Konzept und eine E-Mail oder einen Anruf tun es auch. Ich habe jetzt zum Schluss noch zwei Appelle. Erstens, nimm nicht das erstbeste Angebot an. Vergleiche die Angebote, die du eingeholt hast. Sprich mit einer Musikrechtsanwältin drüber. Sprich mit deinen MitmusikerInnen über dieses Angebot oder über diese Angebote und gucke, welches dieser Angebote am besten zu dir als Musikerin passt. Es gibt unzählige Musiklabels da draußen. Es gibt viele Arten, die Zusammenarbeit zu gestalten. Hier gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt nur ein, passt zu mir oder passt nicht zu mir. Und in dem Moment, in dem du Kompromisse eingehst, läufst du Gefahr, dass Dinge passieren werden, die dich ärgern. Zweitens, beachte die Vorlaufzeiten. Ich erzähle ja immer mal in meinen Podcast-Folgen, dass ich Raketerei führe, aber dass ich auch als Label- und Projektmanagerin ein Label führe. Und wir haben bei diesem Label mittlerweile eine Vorlaufzeit von ungefähr einem Jahr. Ich will nicht sagen, dass alle Musiklabels zu planen. Dennoch ist die Vorlaufzeit etwas, das du mit im Blick haben solltest. Das heißt, wenn du heute ein Musiklabel anfragst, werden sie dir nicht morgen als Release-Termin nennen können, sondern vielleicht liegt dieser Release-Termin im nächsten Jahr. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich möchte zu guter Letzt noch alle Musikerinnen unter euch in die Facebook-Gruppe Raketerei Backstage einladen. Hier findet über den Podcast hinaus weiterer Austausch zu Musikbranchenthemen statt. Auch veranstalte ich in dieser Facebook-Gruppe regelmäßig Facebook-Lives, in denen ich weiteren Input gebe. Hin und wieder habe ich auch Frauen aus der Musikbranche zu Gast, die uns einen Einblick in ihre Tätigkeitsbereiche geben, damit wir eben alle verstehen, wie die Musikbranche denkt und funktioniert. Die Gruppe heißt Raketerei Backstage und alle Musikerinnen unter euch sind herzlich eingeladen. Abschließend bleibt jetzt noch der Hinweis, wenn du eine Frage auf dem Herzen hast rund um das Thema Selbstvermarktung in der Musikbranche, so schicke mir deine 90-sekündige Sprachnachricht an die 0160 4395903. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, eure Imke.